Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Hannover Messe beginnt mit Europa-Appellen. Schneller 5G-Mobilfunk, künstliche Intelligenz und flexible Roboter sind eigentlich die Themen der Hannover Messe. Doch zum Auftakt ging es einmal mehr um Europa. Mit Appellen zur Stärkung der EU hat eine der weltgrößten Industrieschauen begonnen. Wir müssen als Europäer gemeinsam handeln, eine gemeinsame Position finden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Eröffnungsfeier. Protektionismus schade allen. Insgesamt 6.500 Aussteller aus 75 Ländern zeigen bis zum 5. April den neuesten Stand bei den Möglichkeiten vernetzter Produktionsabläufe. Facebook will Auswahl von Beiträgen erklären. Manche Facebook-Nutzer sind verärgert über die Auswahl der Posts, die ihnen präsentiert werden. Das Online-Netzwerk will nun besser erklären, warum Nutzer einzelne Beiträge zu sehen bekommen oder warum diese höhere Priorität haben als andere. Dafür wird derzeit in der App eine Funktion »Warum wird mir dieser Beitrag angezeigt?« eingeführt. Über sie sollen auch Einstellungen für die Auswahl geändert werden können. App schickt Dock in die Touchbar des MacBook Pro. Viele Besitzer eines aktuellen MacBook Pro wissen nicht so richtig, was sie mit der Touchbar anfangen sollen. Die OLED-Funktionstastenleiste wird daher mit all ihren möglichen Sonderfunktionen nur sporadisch verwendet. Die neue App POC des Entwicklers Pierluigi Galdi erlaubt nun eine sehr sinnvolle Nutzung der Touchbar. Sie schickt auf Wunsch das macOS Dock hinein. Ein Klick und die komplette Icon-Sammlung taucht auf, nur die Escape-Taste und die üblichen Einstellungsknöpfe auf der rechten Seite bleiben sichtbar. Zu bedenken bleibt, dass es sich um einen Hack handelt, so muss POC private APIs verwenden, um seinen Trick umzusetzen. ADAC richtet Fokus auf E-Mobilität. Der ADAC will Themen wie E-Mobilität und Digitalisierung vorantreiben. So wolle sich der Autofahrerclub als Mobilitätsdienstleister etablieren, sagte eine Sprecherin am Samstag auf der jährlichen Mitgliederversammlung des ADAC Niedersachsen-Sachsen-Anhalt in Celle. Derzeit werde eine neue digitale Plattform des Clubs entwickelt, die Ende des Jahres vorgestellt werden soll. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.